Ein neuer Tag, eine neue Folge. Wir sind hier immer noch an der Monster wieder am Bauen tun. Meine Krone ist schon wieder in Dutt. Und wir müssen einmal ein bisschen Lehm färben. Denn davon haben wir noch zu wenig. Unglaublich. Wir nehmen also graue Farbe. Oh, jetzt habe ich Mist gebaut. Kurz die Taste losgelassen und schon funktioniert es nicht mehr. Also, ne, gedrückte linke Maustaste, dann kann man das, verteilt sich das automatisch hier um den Block rum. Und dann haben wir nämlich wieder 64 Lehm in der Farbe hellgrau. So, Freunde. Also wieder hoch. Auf nach oben. Auf nach oben. Die zweite Etage gebaut. Hier haben wir unseren Aufstieg. Der Auf- und Abstieg vom Opa Zeron. So. Hier können wir das gleich schon mal einen höher setzen. Ein oder zwei sogar. Ein. Ups, das war falsch. Und da ist auch der Baum ziemlich sauer drüber. Okay. Und hüpf. Ja, die erste Folge der Weltenbastler ist jetzt schon draußen. Von Eretia, Eratia, Eratia. Der Welt vom Wusimu und vom Joe Slow. Und vom Yoshi nicht zu vergessen. Oh ja, das war ganz toll. Das war ganz toll. Da habe ich einen Klotz hingesetzt. Ich klotz. Da soll noch Treppen hin. Wir bauen hier schön am Dach, Johe. Von der Monstermanege. Okay, jetzt machen wir mal so. Und dann geht das hier nämlich schon so rum. Zack und zack. Und genau, dann kommt hier nämlich nochmal Lehm drauf. Und dann kommt das Dach hier rüber und kriegt dann hier noch seinen Abschluss aus schönen Stein. Das hier oben gefällt mir überhaupt noch nicht so richtig. Da haben wir auch Mist gebaut, gerade jetzt eben. Das gefällt mir noch nicht. Da kommen die Stufen wieder raus. Oh. Die Stufen kommen wieder raus. Hier kommt... Was könnten wir hier machen? Man könnte natürlich... Das so machen. Nee, das geht nicht. Hier könnte man... Moment... Theoretisch eine Stufe ja so hinsetzen. Müsste ja reichen. Hep. So, ne? Das sieht bestimmt besser aus. Denke ich mal. Zumindest. Und dann müssten hier oben müssten dann Steine drauf. Ja. Das heißt, hier käme noch ein Lehmblock rein. So wahrscheinlich irgendwie. Und hier oben würde ich dann Steine draufsetzen. Das macht sich, glaube ich, ganz gut. Dann können wir nämlich hier jetzt schon die nächste Strecke verlegen. Bis zur Mitte müssen wir ja nur... Ist ja nicht so weit, ne? So. Und dann haben wir das Dach auch bald fertig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier kommt der Balken hoch. Genau. Und wieder Stufen drauf. Ja, ja. Spannend, nicht wahr? Aber ihr sagt ja, bauen gefällt euch immer am besten. Da seid ihr zumindest immer sehr begeistert von und wollt immer Baufolgen. Und dann machen wir das doch, ne? Gut, das können wir gleich dicht machen. Und hier käme dann wieder Holz hin, sowieso. Ich wollte aber irgendwo auch einen Balken rüberziehen, ne? Ich glaube, das sollte ich spätestens hier machen. Warte mal, dass die nicht zu hoch werden. Die Wände, ja, seht ihr? Das ist nämlich schon zu hoch. Ich würde sagen, hier. Hier ziehen wir einen Balken rein. Ja, kommt, oh Mist, der hätte bleiben dürfen. Du hättest auch ruhig bleiben dürfen. Und die Minecraft-Musik. Schön. Gut. Und dann... Ja, das sieht besser aus. So. Und dann kommt hier nämlich das Fenster hin. Können wir den Balken schon mal ganz rumziehen, oder? Was meint ihr? Gucken, ob wir genug Holz dabei haben. Ich hatte ja einen 64er-Stack geholt. Sollte eigentlich erreichen. Hier kommen wir noch hoch. Gott sei Dank. Hops und hops. Und dann können wir nämlich den Balken ganz rumziehen und können das alles mit Lehm auskleiden. Ja, guter Plan. Aber ich glaube, es reicht trotzdem nicht, weil wir so irrsinnig viel Holz hier verballern. So, und dann kommt der Balken nämlich. Das heißt, hier müssen wir dann sowieso gucken. Hier kommen nämlich dann auch schon wieder Stufen dran, wenn mich nicht alles täuscht. Für das Dach. Johe. Das heißt, der Balken kommt hier sowieso weg. Moment, da muss ich mal gucken. Müsste ich mich mal rausbauen, ein Stück weit.
Natürlich könnte ich jetzt einen Zeitsprung machen und dann sagen, und so sieht es dann fertig aus und könnte dann ganz in Ruhe zu Ende bauen. Oh, was haben wir denn hier für eine Riesenwand? Nee, wir müssen ja hier schon im Grunde anfangen. Na, das war ja, muss ja genauso flach sein wie auf der anderen Seite. Das heißt, wir werden ja, Mist. Wir werden ja hier schon mit unserer ersten Dachstufe, oder nicht? Ah, nee, zwei. Also so im Grunde, ja, richtig? So und so. Und da käme dann das Ding runter. Das heißt, der kommt weg und dann kommt hier nämlich schon eine Reihe. Das können wir gleich mal drauf pröpeln. Ah, Mist, runtergefallen. Ist das so richtig? Ah, guck mal, wir müssen auch hier noch einen Balken durchsetzen. Oder wollen wir es auf der Seite so lassen? Gefällt euch das? Ist natürlich eine Last, weil wenn er jetzt mal guckt... Oh, es wird ein ganz schön großes Dach, glaube ich. Ja, da haben wir es so gemacht. Und dann war einer... Moment mal. Wir sollten schon auf beiden Seiten gleichmäßig machen. Irgendwie. Das war ja gar keine Stufen. Ja... Wir müssen da tatsächlich noch einen runter. Pass mal auf. Ich baue mich mal hoch. Damit ihr das seht, was ich meine. Wir müssen also... Das muss alles nochmal weg. Und du und du. Und Müllers Kuh und Müllers Esel, das bist du. So. Oh ja, so viele Stufen haben wir gar nicht mehr. Aber Bögen haben wir schon mal genug. Ah, die werden ja dann in Ollis Monsterladen auch direkt verscheuert. So. Da müssen die alle wieder weg. Leider. Leider oder Gott sei Dank, weil ne, so viel Geld haben wir nun auch nicht für Holz. Für Lehm. Also so viel Lehm haben wir nicht, meine ich. So, okay. Dann halt so. Warum sieht das jetzt komplett anders aus? Oh. Okay. Ach, weil hier kommt dann ja schon der raus. Genau. Genau. Ja, passt schon. Gut, Freunde der Nacht. Hier kommt Lehm drauf. Und hier kommt dann der erste Pröpel. Hier der nächste. Der übernächste wäre dann nicht hier wieder mit Lehm. Genau, der kommt auch gleich drauf. Ich will nur mal sehen, wo die Reise ungefähr hingeht. Hier ist auch noch Lehm. Wo die Reise ungefähr hingeht. Ich glaube. Und dann hier sind wir hier auch fast schon in der Mitte angelangt. Hier kriegen wir wieder einen Balken. Ja, ein paar haben wir noch. 40. Das ist schon gar nicht so schlecht. Und dann entsteht ein schönes Dach. So. Und, oh, haben wir keine mehr? Okay. Tja, müssen wir noch welche holen. Das hilft ja alles nichts. Autsch! Ich habe das schon vorher gewusst, dass mir da ziemlich wehtun werde. So, pass mal auf. Machen wir noch ein paar Stufen. Und wir machen noch ein paar mehr Stufen. Weil wir werden Stufen brauchen. So. Ja. Gut. Gut, Knut. Das sieht dann ganz cool aus, weil das Dach dann von vorne sieht es so aus, als wenn es halt ein Steindach ist und wenn man dann von der Seite guckt, aber nicht. Haha. Hoho. Hihi. Hier kommen auch Stufen hin. Genau. Oh, Mist. Also, schade, meine ich. Ja, bei der ganzen Erazia-Geschichte ist mir noch eine ziemlich, ist mir noch eine Idee gekommen. Da möchte ich aber noch nicht so viel von verraten. Vielleicht werde ich das umsetzen. Denn da war etwas, was mich ziemlich begeistert hat. Und, aber das wäre auch wieder ziemlich viel Arbeit, also sage ich da lieber noch gar nichts von, außer dass ich eine Idee habe. Wenn ihr wisst, was ich meine. So und so. Hier wird das Dach ja dann ganz normal. In der Mitte wird dann wieder dieser Erker sein. Der ist vor allen Dingen da, um das Ganze so ein bisschen, ja, ein bisschen abzugrenzen einfach. Ja, da stöhnt auch der Zombie vor langer Weile. Gut, jetzt machen wir hier mit dem Dach direkt weiter.
Das können wir jetzt ja hier direkt dran knebeln. Lach- und Dachgeschichten, mal wieder. Gab's schon ziemlich oft. Ja. Okay, hier würde ich das dann sogar dann gerade durchziehen, genau. Genau, so machen wir's. Guter Plan. Und eventuell werde ich da noch eine Facette gleich noch hinzufügen. Und da ein Krüppelwalmdach rausmachen. Ja, so nennt man das. Ist tatsächlich ein Name für ein Dach. Krüppelwalmdach. Da könnt ihr mal gucken im Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder von Zermonien. Da ist, steht das drin. Krüppelwalmdach. Nein, steht überall in jedem Handwerkerbuch. Das wird so heißen. Das heißt einfach nur, dass das Dach so ein bisschen nach innen geht. Seht ihr dann. Ist schon, ich weiß, es wird schon wieder dunkel. Ich habe aber gerade keine Zeit fürs Dunkelwerden. Was machen wir denn da? Ich muss nur mal gucken, wie krüppelig wir das Krüppelwalmdach machen. Ja. Hier kommt auf jeden Fall nochmal Stein hin. Und dann hinunter, Gunther. Oh, es wird wehtun. Naja, geht so. Gute Nacht. Schon ganz schön dunkel. Ah, ein Schluck aus der Getränkedose. Und jetzt geht's weiter im Text. Ja, wie machen wir das hier? Weil das gefällt mir irgendwie noch nicht so richtig. Wenn wir jetzt hier noch eine untersetzen, das wird, glaube ich, auch too much. Warte mal. Oh, es waren noch zwei. Nimm zwei. Gucken, wie das aussieht. Das sieht schon wieder ganz nett aus, oder? Für den Abschluss. Ach, oh. Ihr erschreckt mich nochmal zu Tode. Oh, zack. Ja, nee, das, nicht übertreiben, nicht übertreiben. So sieht das schon ganz gut aus. So sieht das schon ganz nett aus. Ja. Okay, doch, lassen wir so. So, und jetzt würde ich dann nämlich jetzt das reinwalmen. Und zwar kommen wir hier an dem Träger an. Okay, ich gehe mal hier drauf. So, wir haben ja hier unseren Träger sozusagen. Da haben wir so zwei Dreiecke. Ja, von da an werden wir es walmen. Okay, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was will der? Was erzählt der? Ja, seht ihr gleich. Ich brauche noch ein paar von den... Ihr wisst schon. So, von den Dingern. Machen wir auch gleich noch ein paar mehr. Komm, egal. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gesagt habe, jetzt müssten wir genug haben. Und dann waren es hinterher doch nicht genug. Und gerade so Stufen, die sind recht... brauchen recht viel Material. Also recht echte Materialfresser. Diese Stufen. Unmöglich. Na, guck mal. Hier haben wir noch gar keine Kante dran. Die muss natürlich dran. Da muss man haargenau zielen. Ist nicht so einfach, wie euch das jetzt gerade vorstellt. Ja. So, okay. Jetzt sind wir nämlich hier angelangt. Und jetzt müssten wir das nämlich abkrüppeln. Und das geht folgendermaßen. Ich glaube, eins hieß noch höher. Oder? Wir probieren es mal aus. So. Ja. Und dann wird das nämlich oben jetzt ein Eckdach werden. Passt auf. Hat das eine Mitte so? Das ist eigentlich ziemlich egal auch, ob das eine Mitte hat. Das ist eigentlich ziemlich egal. So, hier können wir das Dachgebälk dann machen. Das können wir auch offen lassen. Da brauchen die ja nicht überall Lehm rein. Ja doch, muss ja eigentlich schon, ne? Ja, mal sehen. Das, da lass mich selbst jetzt mal überraschen. Überrasch dich selbst. So, okay. Jetzt kommt, wird das wieder etwas... Okay, das hat geklappt. Ich bin nicht runtergefallen. Also wenn's, man merkt immer, wenn etwas geklappt hat, wenn man nicht stirbt, dann hat es auch geklappt. Eins, zwei, drei, vier. Und hier käme ja dann die nächste... wir müssen noch einen rüber, ne? Warte mal. Eins, zwei, drei. Ja, normalerweise hier, ne? Das ist gar nicht so einfach gerade.
Warte, ich mache das einfach von der anderen Seite. Nicht runterfallen. Und hier ist schon ein richtig schönes Dach, auf dem man auch umherlaufen kann. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier kommt dann der so hin. Und der kommt so hin. Genau. Und hier kommen wieder Halbstufen hin. Oh Mist, der war falsch. Ja, wenn ihr das jetzt durchhaltet, hier den Dachbau, und euch das alles anguckt, dann seid ihr echt gut. Dann seid ihr auch gut. So, jetzt müssen wir einmal rüberlatschen. Und ja, das kriegen wir aber hin, denke ich mal, oder? Ihr habt schon ganz andere Dächer mit mir gebaut. Nee, ich glaube, das ist schon eins der aufwendigeren. Wir hatten da doch bei der Bürgermeistervilla damals, das war auch eine richtig fricklige Arbeit mit dem Dach. Das war auch nicht ohne. So. Ich hoffe, wir sind jetzt hier noch parallel. Ja, sind wir. Sind wir. Sindbad. Okay, nochmal eine Reihe rüberziehen. Na. Machen wir es von hier. So. Und so. Machen wir doppelt. Doppelt hält besser, sagt man ja auch. Wir müssen es nur rechtzeitig abkrüppeln. Das ist wichtig, ne? Richtig wichtig. Und da müssen wir dann auch noch das Fenster reinbauen, wie auf der anderen Seite. Das möchte ich also schon gern auf beiden Seiten haben. Oh, der war falsch. Schritt zurück. Und die Axt nehmen. So. Guckt mal, jetzt sind wir schon fast drüben. Oh, 12 Stufen. Eieieiei. Ist das aufwendig. Da müssen wir tatsächlich gleich nochmal runter. Ja. Wird uns nichts anderes übrig bleiben. Okay, ich gehe mal einen höher, damit wir das hier noch rumgezogen kriegen. Wir haben nämlich nur 7 Stufen, sehe ich gerade. Mist. Wenn mir auch einmal alle runterfallen, ne, das kann ja nicht funktionieren dann. Das Dach hängt natürlich jetzt gerade in der Luft. Das sieht dann ziemlich eigenartig aus. Und wir müssen hier tatsächlich noch einen rüber. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, müssen wir. So. Genau. Und dann kommt der nämlich schon, da kommt jetzt schon ein Eckpfeiler hin. So. Und ebenfalls, also, ne, kommt der dann hier, kommt wieder Holz hin. Eieieiei, da haben wir uns ja was vorgenommen. Eine komplizierte Dachkonstruktion. So, und dann kommt es hier natürlich so rum. Dann haben wir immer so schöne Eckstücken. Ich glaube, hier kommen wir ganz gut durch. Ja, von unten sieht das jetzt noch nicht so schick aus, aber das kriegen wir auch noch hin. Da machen wir noch was. Juhu, da liegt eine Stufe, die nehmen wir mit. Und dann bauen wir uns gleich ein paar neue. Können wir mal von unten gucken, wie das aussieht. Schaut mal, es wird, ne? Es wird. So, haben wir noch Holz. Ja, hier haben wir noch 20, haben wir noch 22 Stufen. Ich würde sagen, wir machen uns aus den Rest, machen wir uns auch noch irgendwie, machen wir uns auch noch Stufen. Ah, hier haben wir, pass auf. Das wird trotzdem noch knapp, es wird trotzdem noch knapp, achtet mal drauf, Leute. 51. Haben wir jetzt hier überhaupt noch Stellen, wo wir nach oben kommen? Ja, hier, ne? Haben wir jetzt immer noch ein paar Optionen offen gelassen. Auf unserem schönen Dach hier. Dass wir jetzt natürlich erstmal dicht machen müssen, damit es hier nicht reinregnet. Ich dachte, ich habe die Erde rausgelegt, aber hier ist sie. Ich gucke auf die Uhr, es sind 40 Minuten rum. Ja, zwei Folgen. Zwei Folgen an so einem Hausdach. Ja, kann man machen. Doch. Bin ich eigentlich ganz zufrieden. Es gibt Schlimmeres. 10 Folgen an einem Hausdach zum Beispiel. Das wäre unerträglich. Oder 3. So. Ja, wir kommen, glaube ich, ganz gut hin hier mit unseren Stufen. Ein paar hauen wir unten wieder raus. Und bei lustiger mittelalterlicher Musik bauen wir hier weiter aus. So. Zack. Und du musst schon eine Steinstufe sein. Das hättest du aber auch wissen müssen. Aber naja, wir verzeihen es dir nochmal.
So, jetzt kommt wieder, ne, kommt wieder Holz. Und es ist total genial, dass die so connecten. Und hier kommt auch wieder Stein, genau. Oh. Boah, und hier müssen wir jetzt gleich mal nochmal drüber langziehen. Ja, es war schon gut, dass wir in der Höhe da das Dach dann so abgeschrägt haben, denke ich mal. Weil es ist ein recht großes Dach und dann sieht das ein bisschen schicker noch aus, wenn man da so Facetten noch reinbaut einfach. Ja. Oben kommt dann noch ein Dachfirst raus, den können wir aus Stein machen. Könnte man jetzt auch aus Stein Stufen machen. Ihr wisst ja schon, wie ich meine, ne? Ihr kennt euch ja aus, seid ja schlaue Hasen. So, und jetzt würde ich hier einfach nochmal so einen Dachfirst draufziehen. Und dann ist der Fürst des Daches fertig. Autsch. Ich dachte, da steht ein Zombie. Das sind nur die Monster. Und wenn man jetzt mal vom Weiten schaut. Ja, doch. Doch, 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 doch. Ich glaube, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ja, ich glaube, das passt schon. So. Den Dachfürst knebeln wir jetzt noch drauf. So viel Zeit muss sein. Die erste Folge war ja auch wieder ein bisschen länger. Ja, ganz klasse. Ja. Das gibt eine Menge Dachfürsten. Ja, das reicht jetzt für 20 Dachfürst. So, okay. Opa. Und es wird schon wieder dunkel. Das heißt, das Folgenende naht. Aber ich möchte eigentlich gerne noch den Dachfürst zumindest drauf haben. Also hier, ne? Damit wir Richtefest feiern können. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann ein schönes Richtefest feiern. So, kann man auch einen Schornstein noch rausmachen, wenn man das will, ne? Ist immer wie man es gerade will. So. Ja, das ist schick. Das ist schick. Das gefällt mir gut. Wir müssen dann hier auf der anderen Seite noch diesen Erker rausbauen, genau wie da. Unser Bett können wir dann schon mal nach oben holen. Wir haben nämlich eine Treppe. Ne? Wir haben ja eine Treppe gebaut hier. Hier kommt noch so ein Geländer rum. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Schaut's euch an. Oh, schaut's euch an, was der Opa bauen kann. Gute Nacht. Bis morgen.